Also, heute geht es um die Fütterung von Achirontia atropos, dem Totenkopfschwärmer. Oder auch Achirontia styx oder Lachesis, ist alles dasselbe. Ja, wir füttern mit einer Spritze, die vorne eingeschnitten ist, an der Spitze mit einer Schere, dass dann der Kopf vom Falter da reinpasst. Und die Honig-Wasser-Mischung ist halt 2 zu 1, also zwei Teile Wasser und ein Teil Honig. Okay, geht's gleich zur eigentlichen Fütterung. Da muss man ein bisschen grob sein. Also, wir packen uns jetzt hier einen Falter. Von mir aus den großen. Das Weibchen. Ne, der will nicht. So. Wirklich grob sein. Hier. Seht ihr das? Mit der Rüssel ausgefahren. Gerade nicht. Na, wirklich gucken, dass der Rüssel hier reingeht. Den Falter eine Weile halten. Der will er jetzt nicht. Okay, werden wir mal gucken, wie es gleich ist, wenn er will. So sieht das Ganze dann aus, wie es geklappt hat. Der Falter trinkt. Das sieht man auch, weil da Luftblasen aufsteigen. Ja. Das kann jetzt so 5 bis 15 Minuten dauern, bis der Falter sich voll gefressen hat. Ja, das ist halt simpel. Muss man ein paar Mal probieren. Wenn man es am Anfang nicht kann, muss man halt ein bisschen grob umgehen. Weil die halt das wirklich manchmal verweigern. Aber wenn es klappt, dann hat es geklappt.